Hallo und Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit darf ich Sie zu einem weiteren Vlog begrüßen. Ja, kommt doch ein bisschen später, aber ich wollte noch einen bringen. Ich habe heute eigentlich auch noch einiges zu tun. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, wieder einen Vlog zu machen. Eigentlich wollte ich ja wieder aus dem Auto filmen, aber leider, ihr habt ja die gestrige Folge gesehen, die aus dieser miserablen Sicht. Leider geht es halt noch nicht, weil diese Halterung für mein Handy immer noch kaputt ist, die müssen wir die Tage noch reparieren. Und ja, was ist gestern denn noch passiert und heute? Sehr viel. Ich habe gestern dann nicht den Vlog, das war ja nicht eher der Vlog von Donnerstag und Freitag, weil Samstag habe ich relativ früh aufgenommen. Wie gesagt, ich bin dann da noch in die Stadt reingefahren, habe mein Handy weggebracht, kriege jetzt nur so eine SIM-Karte am Mittwoch zugeschickt und das neue Handy wird auch repariert. Das heißt, im neuen Jahr habt ihr auf jeden Fall eine neue SIM-Karte, neues Handy, alles gut. Ja, ansonsten was habe ich am Samstag denn dann noch gemacht? Ich habe noch ein bisschen was aufgenommen. Habe ich das? Habe ich aufgenommen? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Nee, halt! Als ich heimgekommen bin, habe ich ja dann einen Felix PC gebaut. Er liegt hier unten. Wenn ihr Glück habt, dann seht ihr ihn ein bisschen. Warte mal ein bisschen vor. Windows 10 ist da jetzt schon drauf. Da muss ich noch ein paar Sachen noch installieren. Das ist ein richtig nettes Teil geworden. Was haben wir denn da? Wir haben i5, 6000 irgendwas, 4x 3,2 GHz, eine GTX 69 ist da drin, einen geilen Arctic Freezer, Extreme Cooler, CPU-Kühler, Be Quiet, Netzteil, glaube 800 Watt mit Kabelmanagement, eine SSD 250 Gig, eine HDD 2 TB. Ein CD-Laufwerk, 16 GB RAM von HyperX, 2x8. Und ja, durfte ich gestern zusammenbauen. ASRock Mainboard Z1780 oder so. Ich hab's gerade nicht genau im Kopf, hat aber auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das zu bauen. Wollte ich eigentlich auch ursprünglich aufnehmen und hochladen. Ich hab's auch aufgenommen, aber dann habe ich mich gemerkt, ich muss mich eher darauf konzentrieren, was ich baue, als dass ich jetzt unbedingt das noch hochlade und so weiter. Wollte ich ein ganz Weihnachtsspecial bringen, aber dann mache ich dann was anderes. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, den zu bauen. Wie gesagt, da haue ich jetzt heute Abend noch ein paar Programme drauf und ja, Windows 10 ist schon drauf und ja, dann hat der Junge einen neuen PC und er freut sich. Und ich habe mich auch gefreut, weil das bauen wir auch toll. Ja. Ja, wie gesagt, ansonsten wäre ich dann, das war halt so, was am Samstag mal die meiste Zeit eingenommen hat. Und das Streamen. Ich habe meine erste Neverending Challenge gemacht von Crash Bandicoot 3. Hat nicht so gut funktioniert, wie ich dachte, in zweieinhalb Stunden war ich circa durch. Aber ja, ich denke, ich werde es irgendwann wiederholen mit Super Mario 64. Ich werde irgendwann eine Neverending Challenge mit Super Mario 64 machen. Ich weiß, ich bin verrückt, aber das ist mir egal. Ich mache es trotzdem. Wie ich das dann aufsehe, muss ich mir noch überlegen. Und wenn ich das mache, muss ich mir auch überlegen. Ja, ansonsten war ich das Stream gestern ganz nice. Dann abends habe ich noch, was habe ich denn abends nach dem Stream noch gemacht? Hab noch ein bisschen YouTube geguckt, hab mir dann Mockingjay Teil 1 angeguckt, weil wir heute im Kino bei Mockingjay Teil 2 waren. Da sage ich jetzt auch noch mal ein bisschen was dazu. Achtung, vielleicht Spoiler für beide Filme. Kann sein, dass ich Spoiler, kann auch sein, ich Spoiler nicht. Das überlege ich mir noch. Nee. Also wie gesagt, gestern Abend, so um 11 habe ich den angemacht oder so, habe ich dann halt Mockingjay geguckt, den ersten Teil. Und ich fand, das war der schwächste Teil aus allen Panem-Teilen. Weil die waren da ja eigentlich fast nur, Achtung, Spoiler, wenn ihr noch nicht gesehen habt und es noch tun wollt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann macht jetzt, spielt jetzt ein bisschen vor. Es war halt so, die waren halt eigentlich fast immer nur hauptsächlich in diesem Untergrund bei Distrikt 13. Keine Ahnung, Kenntnisse sind dann wieder rausgegangen an die Front, hat irgendwelche Reden gehalten, um das Volk publik zu machen. Hat das wunderschöne Lied vom Hackersbomben gesungen, das mochte ich. Das Lied kann ich ja tatsächlich davor schon. Ich habe dann mal ein Cover von Strawberry League angeguckt und ja, ich fand schön, dass man original zu nennen, das war echt cool. Ja, das Einzige, was mich eigentlich wirklich in diesem Film richtig mitgerissen hat, war das Ende. Als Peter plötzlich angefangen hat, Katniss zu wirken. Und ich dachte mir nur, oh Schätzer, dem geht's nicht gut. Das war so das Einzige, was ich eigentlich gut fand in diesem Film. Den Rest fand ich eher meh. Aber naja, nicht so der vierte Teil. Der war richtig gut im Kino. Der war echt richtig cool. Katniss war halt die ganze Zeit dann wirklich draußen. Hat versucht mit ein paar, also die waren halt auch bei den Rebellen. Die waren in so einer Einheit gegen Ende. Und haben dann halt versucht, den Palast zu stürmen im Kapitol. Da war dann auch Peter mit dabei, Fennec war mit dabei, ich kann mir den anderen Namen von dem Typen aus Distrikt 12 nicht merken, mit dem Katniss auch irgendwie drum gemacht hat, ich kann mir den Namen nicht merken. Der war auf jeden Fall auch dabei und noch ein paar anderen. Die eine, die immer das Zeug gefilmt hat, also das Filmteam war so gesehen auch dabei, der Bruder von Fennec, dem sie die Zunge geschnitten haben und ja, die haben sich dann halt nach und nach in Richtung Kapitol begeben. Peter hat immer wieder versucht, Katniss umzubringen, aber das hat er dann irgendwann im Griff. Und ja. Und das Ende, das sage ich jetzt nicht, das spoilere ich euch jetzt nicht, aber das Ende, ich dachte, also ich spoilere jetzt doch nochmal was, also Vorsicht, ich dachte zuerst, der Film ist vorbei
als von oben, als sie direkt vor dem Palast stehen mit den Zivilisten, also mit den Bewohnern vom Kapitol, denen gesagt wurden, kommt zum Palast, wir haben Essen und so weiter. Ich hab gedacht, da endet der Film, als dann plötzlich Bomben vom Himmel runterregelten und explodierten. Und dabei ist noch jemand gestorben, aber ich sage jetzt nicht wer. Das sage ich jetzt nicht, das müsst ihr selber rausfinden. Und ja, und dann dachte ich halt, danach ist Katniss noch so ein bisschen durch den Palast, durchs Schloss von Snow gegangen, habe ich gedacht, der Film wäre vorbei. Und wenn er dann vorbei gewesen wäre, dann wäre ich richtig abgefuckt gewesen. Aber das war er nicht. Katniss, also dann die Cole oder wie die hieß, hat die ehemalige Chefin von Distrikt 13 hat dann gefragt, wir machen es. Wir wollen Snow hinrichten, aber wir wollen ihn nicht einfach nur so hinrichten, wir wollen das so ein bisschen machen, dass es für ihn auch weh tut und dass halt die Bevölkerung auch das und das sieht und bla bla bla. Dann hat sich so gesehen nochmal Hungerspiele vorgeschlagen, in denen halt Snow antreten, sondern alle anderen auch. Und die Mehrheit war dafür. Das Einzige, was Katniss eigentlich wollte, war Snow umbringen. Ja, hat sie dann noch machen dürfen. Eine der ersten Szenen war halt, dass Snow, also halt in der Arena, wo halt immer die Tribute kommen, stand halt Snow hinten an einem Pfahl. Katniss stand, also ihr könnt euch vorstellen, ich bin Snow und ihr, die jetzt gerade auf mich guckt, steht da als Katniss mit dem Bogen und dann hat halt die Cole gesagt, oder die Cole, ich weiß den Namen nicht mehr genau, hat sie gesagt, yo, ich bin so lange Präsidentin, bis wir Wahlen treffen, wer jetzt wie, wo, was wir machen. Ich meine, nach einer Revolution ist alles immer ein bisschen schwierig. Weil man weiß nicht so genau, wer ist jetzt Präsident, wer hat jetzt das Sagen. Nach so einer Revolution ist sowas gar nicht so leicht. Deshalb hat sie gesagt, yo Leute, ich mach den Übergang Präsidenten, dass wir ein bisschen was wählen. Und Katniss, ich glaube, die war schon immer ein bisschen fies. Katniss, der ist auch Katniss immer noch auf den Sack gegangen, weil die wollte Katniss eigentlich nur beherrschen. Die wollte halt die Macht haben, die Macht über Katniss und die wollte halt, glaube ich, auch die Macht über ganz Panem haben. Und das hat Katniss auch gewusst. Und hat an dem Fall nicht auf Snows Kopf, sondern auf ihr Herz geschossen. Das war witzig, das ganze Kino schreckt so auf und ich sitze so da. Ich wusste es. War voll cool. Und ja, der Rest der Bevölkerung ist dann auf Snow losgegangen. Ich dachte dann zuerst, Katniss bringt sie danach noch selbst um. Aber nein, sie hat ein schönes Happy End mit Peter. Und ja, das war Mockingjay Teil 2. Wie gesagt, fand ich so gut. Mockingjay Teil 1 fand ich eher schwach. Wie gesagt, da hätten sie echt ein bisschen mehr draus machen können. Ich weiß nicht, wie es in den Büchern war. Wie gesagt, ich habe die Bücher nicht gelesen. Das war ja so wie bei Harry Potter. Aber aus den ersten zwei Büchern haben sie ja einen Film gemacht und aus dem dritten zwei. Ich finde, sie hätten aus dem dritten auch einen Film machen können. Weil das, was im ersten Teil passiert ist, hätte man auch gut... Also, ich habe das Buch nicht gelesen, aber meiner Meinung nach hätte man das auch gut auf einen Teil zustrecken können. Aber dann gibt es ja nicht mehr genügend Geld. Ja, aber ansonsten war der Film auf jeden Fall sehr gut, kann ich euch empfehlen. Ansonsten habe ich heute eigentlich nicht viel gemacht, außer auch nochmal ein bisschen an dem PC rumgemacht, rumgeschraubt ein bisschen. Ein bisschen aufgenommen, Mario Party für morgen, Galaxy nehme ich jetzt gleich noch auf und dann mache ich noch ein bisschen weiter an diesem PC. Klarträumen werde ich heute Nacht dann auch wieder anfangen, hoffe das klappt dann, ein bisschen besser in Zukunft. Und ja, gibt es noch irgendwas Wichtiges zu sagen in den letzten Tagen? Irgendwas passiert, was ich vergessen habe? Nö, eigentlich nicht. Gestern gab es krasse viele Videos. Ich muss sagen, da bin ich sehr stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Wenn ich mal bedenke, dass ich die alle am Freitag angefangen habe aufzunehmen und das habe ich dann trotzdem geschafft. Aber cool. Ja gut, wie gesagt, ansonsten mache ich jetzt noch den PC fertig, installiere alles und nehme noch ein bisschen Galaxy auf und schneide noch. Ansonsten war es das, was ich heute noch mache. Und morgen dann wieder arbeiten. Yay! Ja gut, dann würde ich sagen, was mit einem weiteren Vlog, aber mehr gibt es nicht zu erzählen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über nach oben und einen Kommentar freuen. Link zur ersten Folge und zur Playlist spreche ich unten in der Beschreibung und nach aller Social Media. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, yeah, was gibt es noch zu sagen, außer tschüss, silly.